Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Willkommen zurück zur Formel 1. Heute wieder mit dem Frankreich-GP. Zum ersten Mal seit F1 22. Denn im Hauptkalender ist die Strecke ja nicht mehr vertreten. Aber im Spiel ist die Strecke genauso verfügbar wie auch Portugal oder auch China. Und ich freue mich drauf. Je mehr Strecken, desto mehr Abwechslung. Und Lando Norris auf 1. Ja, nachdem Alex Albon die letzten Rennen unfassbar stark war, zuletzt jedoch einen Mercedes gewonnen hat, haben wir jetzt auch Stroll auf 1. Was ist denn hier los? Ja, und anscheinend habe ich ein bisschen viel Flügel dabei. Auf der Geraden verlieren wir ein bisschen an Boden. Aber dafür können wir in den Kurven gut mithalten. What? Alter, wenn Ocon in einem französischen Auto, französischer Fahrer in einem französischen Auto, jetzt hier die Pole holt, das wäre krass. Okay, Alex Albon meldet sich wieder. P11 war es eben. Jetzt ist schon P10, P9. Die Pushing. Aus der letzten Kurve heraus fehlt trotzdem noch ein bisschen Traktion. Na, und wir sind auf P11. Das ist nicht schlecht. Ist okay. Felipe Massa auf P7. Aston Martin mit der Doppelpole. Und Esteban Ocon holt zumindest noch P5. Gasly P8. Und wir haben 75 Punkte. 31 Rückstand zu Alex Albon. Auch Charles Leclerc und Verstappen sind da noch gut im WM-Kampf dabei. Perez, Russell und Sainz, genauso wie ich, auch noch mit Außenseiterchancen. 88 Pünktchen haben wir hier in der KWM und wir gucken mal, wie wir das Auto eventuell noch weiterentwickeln können und wie es sich weiterentwickelt hat, damit wir vielleicht sogar eventuell diesen kleinen Hauch an Chance im WM-Kampf noch aufrechterhalten. Vielleicht der Übersicht halber, nach dem Frankreich-GP haben wir die erste Saisonhälfte abgeschlossen. Da tun zwei Rennen ohne Punkte natürlich ein wenig weh. Recht früh in der Saison war das der Fall. Und wir sind in der Entwicklung mittlerweile an Haas vorbei, dran an Red Bull, haben einen krasseren Schritt sogar noch gemacht als Aston Martin, haben noch ein Chassis und ein Antriebs-Upgrade in der Pipeline. Bei der Aero können wir jetzt auch noch weiterentwickeln. Und ich würde sagen, wir machen das auch. Wir gehen in die Aero-Entwicklung. Bis Monza soll das nächste Update dann kommen. Ja, hier müssen wir, glaube ich, warten, bis dieses Upgrade hier erscheint, der Unterboden, damit wir die Bremsscheibenbreite anpassen können, wie auch immer das zusammenhängen mag. Aber hey, ja, und ansonsten können wir auch kein Motoren-Performance-Upgrade machen. Na, dann müssen wir vielleicht noch einen Moment warten. Gehen wir mal beim Verbrennungsmotor auf eine sicherere Stufe. Alpine Alpha Tauri haben wir bei der Zuverlässigkeit ja schon überholt. Und ja, mal gucken, ob Aston Martin so zuverlässig ist. Vielleicht ja heute nicht. Achso, es wird übrigens regnen. Gehen wir rein ins Rennen. Let's go, ihr Lieben. Oh, ich bin zwischen beiden Ferrari. What? Russell, Rennsieger des letzten Rennens, übelst schlecht gestartet. Stroll an Albon vorbei. Damit kann Albon erstmal nicht wegziehen, das ist schon mal gut. Und Charles Leclerc. Hinter mir. Wir überholen jetzt Pierre Gasly. Sehr schön. Esteban Ocon auf der 6. Norris auf der 3. Also es geht, glaube ich, schon ordentlich hin und her mit den Positionen gerade. Ja, Bro, wie viel Topspeed hat er jetzt gerade drauf? 360 ist er gefahren, oder was? Mit den Flügeleinstellungen in der ersten Runde? Weiß ich ja nicht, ne? Wir haben ja auch ein bisschen extra Sprit doch alle dabei. Also, der Alpine schon sehr flott. Haben wir eventuell schon was zum Wetterbericht? 10 Minuten bis zum ersten Regen. Also, ich habe schon überlegt, ob ich eventuell Soft-Soft fahren soll. Das wäre über eine Renndistanz gesehen langsamer als Soft-Medium, aber sollte es Intermediate-Bedingungen geben, unter der Voraussetzung könnte ich auch quasi Soft-Soft fahren, sonst muss ich ja natürlich eine andere Trockenreifenmischung nutzen. Aber sollte es Regen geben, dann heißt es ja, dass wir nicht ganz den vollen Stint fahren werden mit dem zweiten Softsatz. Das heißt, es könnte schneller sein, Soft-Soft zu nehmen hier in diesem Rennen als Soft-Medium. Ich schau mal, gelbe Flagge. Irgendwas ist hier wohl
passiert. Dusty ist raus. Ja, also ich überlege auf jeden Fall auf Softreifen zu wechseln. Vielleicht sogar noch ein Ticken mit einem Undercut verbunden. Gerade wenn es in 10 Runden schon regnen soll, wäre da was drin, glaube ich. Oh, dran an Massa. Ich habe das Gefühl, dass die anderen halt in den Kurven viel langsamer sind. Auf der Geraden sind sie halt schneller, klar. Sie haben halt weniger Flügel dabei. Leclerc mit der schnellsten Rennrunde. Hat er im letzten Rennen auch, aber so wirklich schnell war er dann nicht. So, dran an Felipe. Ah, der geht da ein bisschen defensiv rein. Bleib ruhig normal auf der Ideallinie. Ich greife dich noch nicht an. Wir fragen gleich nochmal nach Regen. Ist halt noch nicht allzu bedeckt, aber bald sicherlich. 10 bis 15 Minuten, ja gut, das ändert wieder ein bisschen was. Sonst hätte man auch überlegen können, mit den Softs so lang zu fahren, bis halt schon der Regen da ist und man direkt auf Inters wechseln kann. Aber das bestärkt mich gerade in meinen Undercut-Versuchen. Also das Gute ist, dass die beiden letzten Martin da vorne die ganze Zeit fighten. Verstappen hat jetzt die schnellste Runde und Norris und Perez halten gerade alle so ein bisschen auf, die weiter hinten sind. Oh, Massa mit einem Quersteher. Ich spare mir auch ein bisschen ERS hier und da. Weil ich ja 2-3 Runden früher reingehen will. Und dann machen wir einen schönen Undercut. Und dann haben wir ERS, um auch möglichst die Lücke zu den Aston Martin zuzufahren. Wobei wir Stand jetzt auch so nah rankommen. Also, ich muss mal gucken, was wir strategisch machen. Oh mein Gott, war das knapp. Eieieiei. 5 Minuten bis zum erwarteten Regen. Also für meinen Geschmack ziehen die Top 3 ein bisschen zu weit weg. Ich überlege, ob ich in der nächsten oder in dieser Runde reingehen soll. Ja, wobei, wir kommen jetzt, glaube ich, wieder gerade ein bisschen näher ran. Zumindest an Max Verstappen, aber die Aston Martin ziehen halt zu weit weg. Box, Box. 60 ist hier, okay. Na, aber meint. So, Leute, schnellste Runde. Geht an mich, sehr schön. Wir haben mittlerweile 6,5 Sekunden aufgeholt zu Nyck de Vries. Das kann man jetzt nicht unbedingt repräsentativ sehen zu der Zeit, die ich ganz nach vorne aufhole, aber Massa ist gerade eine 32,1 gefahren in der vorigen Runde. In der jetzigen weiß ich nicht, aber wenn man das so als Maßstab nimmt und mit berücksichtigt, dass die Reifen bei denen ja doch nachlassen dürften, dann holen wir so etwa 2 bis 2,5 Sekunden locker pro Runde auf. Das heißt, wir sollten vermutlich mittlerweile einen Undercut haben, wo wir auf P1 nach vorne kommen könnten. Und vielleicht bauen wir uns gerade sogar noch einen ordentlichen Puffer auf. Das ist jetzt quasi dann die dritte Runde, die dritte gezeitete Runde. Ja, wir waren in der Runde eben 2,5 Sekunden schneller als Felipe Massa. Also, wir haben auf jeden Fall jetzt schon, glaube ich, langsam einen Puffer, weil dreimal mehr als 2 Sekunden aufholen pro Runde, das ist schon mal richtig, richtig stark. Und damit sind wir definitiv auf P1, sobald jetzt alle mal in die Box gefahren sind. Vorausgesetzt, sie tun das alle mal. Ja, jetzt gehen sie alle rein und warten halt nicht auf den Regen. Und vielleicht haben wir mit den Softs jetzt auch Reifen, die temperaturtechnisch ganz ordentlich im Fenster bleiben. Also, weil es regnet, kühlt ja alles ein bisschen ab. Jetzt mal kurz geschaut, wie sieht's mit dem Wetter aus? Wir erwarten jeden Moment Regen. Jawohl, Alter, was für ein Undercut auch noch. Bro, Stroll und Verstappen sehe ich quasi nicht mal mehr. Aber die haben jetzt frische Mediums, die bauen weniger stark ab, das heißt, sie werden richtig rankommen und die sind auch natürlich viel frischer. Und Alex Albon könnte jetzt, glaube ich, weit zurückfallen, denn jetzt undercutten Verstappen und Stroll ihn halt auch noch ordentlich und alle, die dahinter sind. Das ist jetzt natürlich immer noch ein Gamble. Wenn es nicht funktioniert, muss ich nochmal auf Medium reifen, wenn es zu trocken bleibt. Aber das ist es mir auf jeden Fall wert. Wir wollen um die WM kämpfen und dazu müssen wir Siege holen. Und wenn ich nicht so eine extreme Strategie fahre, dann holen wir hier keinen Sieg. Definitiv nicht.
So, wir sind nochmal an De Vries dran. Der bleibt länger draußen. Ich wollte gerade sagen, ja cool, der geht gleich in die Box und wir holen nochmal DRS. Aber nee, der hält mich nochmal auf. Damit dürfte eventuell Verstappen nochmal ein bisschen näher rankommen. Also 2, 3, 4 Zehntel ist er näher gekommen. Und Alex Albon und Co. fahren noch weiter. Es fängt an zu regnen. Die ersten Tropfen sind auf der Strecke. Oh mein Gott. Auch Felipe Massa fährt noch weiter. Warte mal. Abstand zum Teamkollegen. 15 Sekunden Rückstand. Also wir haben wieder so 2, 3 Sekunden aufgeholt. Aber oh mein Gott. Wenn es jetzt so stark anfängt zu regnen, dass man einfach auf Winters wechseln kann, dann war die Strategie jetzt natürlich für die Schuhe. Für die Füße? Keine Ahnung. Aber man merkt sofort, dass es rutschiger wird hier. Eieieiei. Oh je. Eine neue Strategie. Ja, genau! Plötzlich. Ja, genau! Plötzlich ist es einfach ein Pool. Ja, genau. Ah, Mann. Ich hatte diese Diskussion schon mal früher im Kommentarbereich, deswegen versuche ich mich jetzt klarer auszudrücken. Dass so viel Wasser plötzlich auf der Strecke liegt, ohne richtig erkennbare Wolken, die darauf hinweisen, ohne wirklich klar erkennbaren Regen. Ich meine, klar, du siehst, dass es regnet, aber du siehst nicht, dass es halt schüttet, als wäre es gerade Imola wie früher, vor ein paar Monaten in diesem Jahr. Und dass es trotzdem so eine Wassermenge plötzlich auf der Strecke gibt, das finde ich jedes Mal auch so begeisternd. Faszinierend einfach nur. Ja, war natürlich jetzt nicht die beste Strategie, aber... Wir gucken nochmal, was wir hier rausholen. Ich meine, andere haben ja nicht mal diesen Undercut gemacht, sondern sind einfach ganz normal an die Box gefahren. Auf geht's. Los! Macht schneller, Leute! 1,8 Sekunden Stopp. Geil. Wir bleiben vor Sargent, nee, Lawson und Bottas. 7 Sekunden hinter Hülkenberg. Ja, Hülkenberg und Alonso, das sind jetzt die beiden Ziele für mich. Let's go. Und wie der Boden auch immer spiegelt, das ist so doof. Ich erkenne halt kaum die Track Limits, bin ich ganz ehrlich. So, jetzt kann Lawson hier direkt mal angreifen. Natürlich werde ich dich einfach so aufgeben. Ja, also... Das wird jetzt für mich zumindest ein hartes Stück Arbeit. Jo, Alter, das ist fast voll die Rechtskurve, trotz Regen. Krass. Aber Felipe ist wenigstens auf P3, also für die KWM-Punkte ist auf jeden Fall gesorgt. Mittlerweile 5 Sekunden Rückstand. Zu Bottas, 5 Sekunden Vorsprung zu Lawson. Sieht ganz gut aus für mich jetzt, die Position zu halten. Das ist natürlich nicht das Ziel gewesen. Insofern tut P8 gerade trotzdem weh, obwohl ich von denen, die gestoppt haben, die beste Strategie hatte. Ich glaube, ich bin nach 6 Runden rein, was ziemlich genau eine 50-50 Aufteilung der Trockenstints war. Aber ja... Wie gesagt, Ziel ist natürlich WM-Titel und wir entfernen uns jetzt um ziemlich genau, na, ich hole zumindest 5 Punkte, um ziemlich genau 20 Punkte entfernen wir uns von diesem Ziel. Und das leider in die falsche Richtung. Also, wir kommen dem keinen Deut näher. Und Felipe Massa ist trotzdem weiterhin, nee, Kamui Kobayashi, Felipe Massa, wen habe ich hier als Teamkollegen? Felipe Massa, genau, auf meinem anderen Spielstand habe ich Kamui Kobayashi. Übrigens, checkt gerne mein Twitch-Channel aus. Ich streame nämlich auch auf Twitch. Ja, oder den Uncut-Kanal. In der Videobeschreibung verlinkt. Wie dem auch sei, der holt jetzt vielleicht sogar noch einen Podiumsplatz. Das wäre richtig geil. Und klammheimlich ist da Lance Stroll gemeinsam mit Valtteri Bottas an Liam Lawson vorbeigezogen. Ich glaube nicht, dass er mich innerhalb von 3 Runden einholen wird. Ich glaube auch nicht, dass ich Hülkenberg einholen werde. Das wird, glaube ich, jetzt einfach P8 und gut ist. Mit dieser klassischen OP letzten Runde der KI kommt Lance Stroll hier auf 4 Sekunden nochmal ran. Ich bin an Hülkenberg auch nochmal ordentlich rangekommen. Alex Albon holt seinen dritten Saisonsieg.
Also in 8 Rennen, 6 Rennsieger weiterhin. Und Felipe Massa ist auf dem Podium. Nice, das freut mich sehr für ihn. Und wir kommen nochmal nah ran an Hülkenberg. 3,1 Sekunden am Ende. Ja, und 4 Punkte. Retrospektiv wäre es natürlich klüger gewesen, einfach mit den Mediums oder so zu starten und bis zum Regenbeginn zu warten. Aber das kannst du halt vor dem Rennen nie wissen. Ne? Letztes Segment des Regen, wann fängt es jetzt an? Direkt zur Mitte des Rennens oder irgendwie 3 Runden vor Schluss? Man weiß es nicht, deswegen ja, hat halt heute nicht geklappt. Ist okay. Es gibt Leute, die haben sehr viel mehr verloren als ich, nämlich Max Verstappen, George Russell, ja auch Lance Stroll und auch, wo ist Charles Leclerc, auf 15, eieiei. Ja, und insgesamt hat eine Person heute gewonnen, nämlich Alex Albon, die Person, wo ich am wenigsten gehofft hatte, dass die jetzt davon profitiert, von diesen Strats. 131 Punkte, 29 Vorsprung zu Leclerc, 39 zu Perez, 44 zu Verstappen, 51 zu mir und auch zu Carlos Sainz. Boah, das ist jetzt schon eine Marke, ne? Also 8 Rennen, da sind, Sprint mal rausgerechnet, noch 208 Punkte zu holen. Das wird schwierig. Ja, ansonsten haben wir 108 Punkte, 16 Punkte Rückstand zu Mercedes, da haben wir ordentlich aufgeschlossen. Ich habe Russell besiegt und Massa hat Norris besiegt. Und damit, werte Damen und Herren, hoffe ich, ihr hattet viel, viel Spaß bei diesem Rennen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Däumchen nach oben, da gerne ein Abo raushauen, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Dann wird es hoffentlich wieder mit weniger Pech behaftet sein, das Rennen. Bis demnächst und tschüss.